Herzlich willkommen zu unserer allerersten Q&A-Session. Und ich weiß nicht, ob du uns mittlerweile kennst. Also ein paar von euch werden euch bestimmt kennen. Aber falls du uns noch nicht kennst, ich bin der Tim. Und ich bin Darlene. Ich bin 24 Jahre alt und der Tim ist schon... Ja, wie alt bin ich denn? 27 und du wirst 28, so rum. Genau. Und ja, falls du jetzt über Instagram rübergekommen bist, dann freut uns das natürlich sehr. Weil dann kennst du uns vielleicht schon ein bisschen, hast uns schon ein bisschen verfolgt, was wir machen. Und genau, diese Q&A-Session, die wir jetzt hier gerade machen, die resultiert aus Fragen, die wir bei Instagram mehr oder weniger bekommen haben. Beziehungsweise haben wir die da gesammelt. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar sind das alles Fragen zum Thema Beziehung, Ehe und Partnerschaft. Da haben wir... Also da muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt ein paar rausgesucht, die auch thematisch gut zusammenpassen, haben jetzt aber noch nicht alle hier drin. Also da sind noch ein paar, die übrig sind, aber die werden wir dann einfach in der zweiten Session, denke ich mal, bearbeiten. Genau. Also lass uns direkt reingehen. Und zwar haben wir eine Frage bekommen. Wir haben hier so einen kleinen Spickzettel liegen. Nicht, dass du dich wunderst, dass wir manchmal nach unten gucken. Wir haben eine Frage bekommen von Steffen und Steffen hat gefragt, oder da ging es in der Frage um das Thema Work-Life-Balance, beziehungsweise wie man Zeit effektiver gemeinsam nutzen kann. Also die Grundsituation war so, dass beide halt arbeiten sind, beide eine 40-Stunden-Woche haben und ja, einfach innerhalb dieser 40-Stunden-Woche ist dann halt oftmals schwerfällt, dann noch qualitativ Zeit miteinander zu verbringen, weil man halt einfach total fertig ist vom Tag. Genau, das ist so die Ausgangsstellung, das war so die Frage. Und wir haben uns da so ein paar Gedanken zugemacht und letztendlich sind wir halt auch da nochmal drauf gekommen, dass wir sagen, okay, es ist wichtig, auch erst nochmal so ein bisschen, um das Leben auch so ein bisschen zu sortieren, sag ich mal, so alle Lebensbereiche ja, zu visualisieren oder sich mal aufzuschreiben und zu sagen, okay, das sind so die Sachen, wo ich rein investiere, dann aber auch zu gucken, wo sind meine Prioritäten? Also ich glaube, es ist, also mir fiel das oder fällt es auch teilweise immer noch sehr schwer, weil ich habe halt auch viele Bereiche, wo ich bin ein sehr initiativer Mensch, so muss man sagen. Also wenn ich sage, boah, ich hätte mal wieder Lust, Basketball zu spielen und in den Verein zu gehen, ist das natürlich ein Zeitaufwand, der ist schon enorm, wenn das so ein- bis zweimal die Woche Training ist. Und oft ist es dann halt einfach so, man möchte gerne ganz viel machen, muss das aber natürlich auch mit dem Partner irgendwie hinkriegen. Hinkriegen ist so schön gesagt. Genau, das ist halt eben so, wo sind deine Prioritäten? Das ist so, glaube ich, ganz wichtig, einfach nochmal festzuhalten und versuchen, das Leben irgendwie so ein bisschen einfach zu halten und nicht tausend Baustellen zu haben, sondern irgendwie einen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf die Mitarbeit, auf meinen Job, auf ja, jetzt nicht 1000 Freunde, sondern vielleicht nur 5 feste Freunde und eben auf meinen Partner. Und wenn man sich das nochmal genau in den Fokus setzt, ist das, glaube ich, total hilfreich zu sagen, ich fange nicht 1000 Dinge an. Das ist zumindest bei mir auch immer so. Obwohl man dazu auch sagen muss, es ist gut, natürlich noch als eigene Person dann auch was Eigenes zu haben und eigene Interessen zu verfolgen. Das ist nochmal ganz anderes Thema, aber letztendlich da einfach auch zu gucken, dass es nicht zu viel wird. Genau, das Wichtige ist halt, gerade wenn beide arbeiten sind und beide irgendwie eine 40-Stunden-Woche haben oder vielleicht sogar noch mehr arbeiten, keine Ahnung, je nachdem, man hat halt nur noch begrenzte Kapazitäten. Das muss man halt einfach einsehen und man muss sich diese Tatsache einfach bewusst machen. Das ist bei uns, Darlene ist da echt ein Paradebeispiel für, Darlene will auch immer alles machen, alles und ganz viel und aber irgendwann ist halt nicht mehr genug Zeit für alles. Und wenn man sich jetzt halt tausende von Hobbys sucht und tausende von anderen Dingen, die man macht, dann bleiben halt die Dinge auf der Strecke, die vielleicht ja am wichtigsten sind. Und das kann unter anderem ja auch mal eine Partnerschaft sein. Da denkt man vielleicht, okay, es läuft alles, es ist alles gut. Dann kann man da gerne nochmal in andere Dinge rein investieren. Klar, keine Frage. Aber wenn man dann plötzlich merkt, okay, man investiert jetzt doch noch in andere Sachen außerhalb dieser Partnerschaft und darunter leidet dann die Partnerschaft, dann ist halt so der Punkt, an dem wir auch schon ein paar Mal gekommen sind, wo es dann halt einfach darum geht,
ja dann die Situation einfach nochmal zu hinterfragen, mhm. beziehungsweise nochmal einfach nochmal zu gucken, was ist jetzt die wirkliche Priorität in meinem Leben? Und wir sind halt beide der Meinung, dass die Partnerschaft, die Ehe oder die Beziehung, je nachdem, auf welchem Status du gerade bist, halt schon relativ hoch anzusiedeln ist. Und also über irgendwelchen Hobbys oder so. Natürlich sollte man Hobbys haben, keine Frage. Mm. Aber trotzdem sollte jetzt das Hobby oder die Partnerschaft nicht darunter leiden, dass der Partner unbedingt sein Hobby machen möchte. Es ist halt letztendlich da auch wieder eben die Balance zu finden, ne? Also das ist jetzt nicht so das eine Extrem und das andere Extrem, das jetzt nicht. Also jetzt nur Partner ist auch ungesund, aber da halt einfach ein Auge dafür zu haben, okay, wann ist es einfach auch zu viel. Ich merke das oder wir merken das auch immer dann ganz oft, wenn es zu viel ist, wenn wir uns beide nur noch anzecken, wenn es irgendwie komisch ist, wenn wir uns nicht mehr so nah beieinander fühlen. Das ist dann meistens der Punkt, wo wir dann drüber reden und sagen, okay, wie kriegen wir es ganz schnell geändert und wie kriegen wir es auf lange Sicht geändert. Genau. Genau, und was dann ein Punkt, der uns unheimlich auch noch hilft oder zumindest in der Zeit, wo wir, also wir hatten mal eine Zeit, wo wir beide sehr involviert waren in unseren Job, wo ich mit meiner Bachelorarbeit einfach unheimlich beschäftigt war und Darlene auch zu der Zeit Vollzeit gearbeitet hat. Und für mich war so, ich bin halt auch immer anderthalb Stunden zu der Arbeit hin und anderthalb Stunden zurück. Also da war halt nicht mehr so viel vom Tag übrig. Mhm. Und also wir kennen diese Situation definitiv. Und für uns hat das einfach unheimlich geholfen. Natürlich am Wochenende unheimlich viel machen, keine Frage, da hat man sowieso viel Zeit. Aber wenn man sich einfach unter der Woche einfach schon überlegt, also wenn man sich am Wochenende überlegt, so rum, was man unter der Woche machen kann, dann hat man nicht mehr diesen Druck, nach der Arbeit irgendwie nach Hause zu kommen und sich zu überlegen zu müssen, okay, was können wir heute noch machen? Und ganz oft ist das dann, glaube ich, so, dass viele dann einfach zu faul sind, möchte ich einfach mal sagen, die dann einfach keinen Bock haben, sich dann noch irgendwas zu überlegen. Und wenn man das einfach schon vorher löst, dieses Problem, wenn man am Wochenende sich schon immer überlegt, okay, am Mittwoch machen wir, keine Ahnung, dies und das, weiß ich nicht. Wir sind zum Beispiel einmal Schlittschuhlaufen gegangen oder so. Das hatten wir irgendwie vorher an dem Wochenende schon geklärt gehabt und hatten irgendwie Sachen schon gepackt gehabt und so und sind dann nach Hause gekommen, haben vielleicht noch kurz was gegessen und sind dann direkt los. Alles war gepackt, alles war fertig, wir mussten keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Das war halt super einfach und super easy und ich glaube, dass das echt so ein bisschen auch so das Problem lösen kann. Man ist halt auch bequem. Also ich merke das ja auch. Also in vielen Situationen, gerade nach der Arbeit, ist man einfach auch bequem. Da guckt man, dass man gerade noch den Haushalt irgendwie fertig kriegt. Dann hat man vielleicht abends noch einen Termin oder so. Da ist es dann echt gar nicht so einfach, sich auch so Zeiten einfach zu legen. Deswegen ist es echt umso hilfreicher, wenn man sagt, man plant es einfach vorher, so stupide es auch ist oder so blöd es auch ist. Aber es hilft halt einfach total. Es kann ja auch sein, dass ihr einfach sagt, okay, wir kochen total gerne zusammen. Oder kann ja auch sein, dass ihr noch gar nicht zusammen wohnt. Und dann trifft man sich zusammen und sagt dann einfach, gut, wir kochen jetzt einfach was zusammen und haben einen netten Abend. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt dabei einfach zu sagen, dass man sich ungeteilte Aufmerksamkeit gibt. Also Handy weg, keine Sendung oder keine Serie gucken. Sondern halt einfach wirklich zu sagen, okay, wir tauschen uns aus, wir reden miteinander. Und das bringt halt nochmal einfach viel mehr Austausch als jetzt, wenn so gewisse Medien einfach mit dabei sind. Und eine ganz andere Nähe. So. Genau. Also das ist, glaube ich, so das, was Steffen vielleicht auch meinte, so ein bisschen dieses Effektive, dass man einfach wirklich danach das Gefühl hat, man ist sich wieder irgendwie näher beieinander. So. Und genau, das können wir jetzt einfach nur so von dem Standpunkt her mitgeben. Und genau, also die Frage nochmal, um nochmal den Bogen zu schließen, die Frage war, wie kann man es möglichst effektiv schaffen, die Zeit unter der Woche zu nutzen? Und unsere Frage, unsere Antwort einfach darauf, sich vorher schon zu überlegen, was man machen kann, das Ganze zu einer Priorität machen und die Dinge, die man jetzt sonst noch so da drum hat, Hobbys etc., dass man da halt auch einfach guckt, dass man da eine Ausgewogenheit findet zu Aktivität mit seinem Partner. Ich glaube, das ist so, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, total. Genau, dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Ja.
von der Lea. Und zwar geht es dabei um Freizeit- und Dategestaltung. Beziehungsweise hat sie zwei Fragen gestellt. Freizeit- und Dategestaltung ging es darum und darum, dem Partner seinen Standpunkt deutlich zu machen. Also es ist, wie gerade ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wir haben ja so jetzt im Fokus auch so ein bisschen auf Dates. Es waren einige Fragen dazu. Deswegen auch hier. Das ist, glaube ich, mega cool, das Wochenende voll zu nutzen. Das muss nicht heißen, dass man jetzt nur was mit dem Partner zusammen macht. Gerne natürlich auch mit anderen Leuten. Also man sollte da halt echt gucken, dass man, ja, glaube ich, eine gute Balance findet. Genau, oder halt eben einen festen Abend wirklich zu sagen, unter der Woche, das ist unser fester Abend, da nehmen wir uns definitiv Zeit nur für uns. Wir gucken keine Serie. Und genau, was halt da auch ganz schön ist, ist, was man natürlich auch am Wochenende machen kann. Gemeinsames Hobby, das hat, glaube ich, nicht jedes Paar oder ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Muss auch nicht sein. Muss also auch nicht, genau, aber kann, glaube ich, hilfreich sein. Also wir würden jetzt auch nicht sagen, dass wir so ein festes gemeinsames Hobby haben. Naja, das, was wir hier machen, ist ja schon irgendwie, also das verbindet auch schon, ist schon ja, nicht schlecht. Ja, aber wir haben jetzt nicht, also wir sind jetzt nicht... Also wir gehen jetzt nicht zusammen Fahrrad fahren oder wir... Keine Ahnung, oder gehen zusammen Badminton spielen oder so. Bin ich jetzt nicht so der Typ. Nee, also, aber es ist jetzt trotzdem so, dass ich sagen würde, wenn wir Bock auf Badminton oder so hätten, dann würden wir das machen. Ja, klar. Sauna haben wir. Stimmt, Sauna. Wir gehen sehr gerne in die Sauna. Ja, also wir haben schon so ein paar Sachen, wo wir sagen, das machen wir beides gerne. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt der Hobby-Saunagänger und bin jedes zweite Wochenende in der Sauna, das jetzt nicht. Aber wir haben halt schon gewisse Dinge, die wir gerne auch zusammen machen. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man so ein Repertoire hat und man sagt, ach komm, lass doch mal wieder in die Sauna gehen oder komm, lass doch noch mal eine Runde Badminton spielen gehen oder so. Und was dazu noch kommt, ist zu diesen ganzen Routinen, würde ich mal sagen, zu diesen Routine-Dates, ist es, glaube ich, mega cool, wenn man in diesem Bereich einfach auch noch so ein bisschen Spannung reinbringt. Und ja, was meine ich mit Spannung? Damit meine ich einfach, dass man zusammen einfach noch mal so ein bisschen auf Entdeckungstour geht vielleicht. Dass man einfach irgendwie neue Dinge zusammen macht. Vielleicht fährt man einfach mal mit dem Auto in die nächste Stadt und setzt sich da irgendwie in einen Kaffee oder geht zusammen schön. Du bist definitiv kein Kaffeegänger. Also ich bin definitiv kein Kaffeegänger, aber ich gehe sehr gerne essen. Das finde ich sehr cool. Also aber für andere. Für alle, die nicht gerne ins Café gehen, ihr könnt auch gerne zusammen essen gehen. Das ist auch sehr cool. Oder ihr macht irgendwas anderes zusammen. Da gibt es ja tausende von Sachen. Wichtig ist nur, dass ihr das Ganze irgendwie auch spannend haltet, dass ihr einfach da Dinge auch neu zusammen entdeckt und ja, einfach die Welt neu für euch entdeckt. Genau, das war so der Punkt dazu. Ach genau, und wenn ihr noch... okay, der Link bitte. Ach so, nein, du kannst ruhig sagen. Manchmal geht es ja auch einfach darum, dass man vielleicht gar keine Ideen hat, was man so machen kann. Und dieses Problem hat die nette Darlene für euch gelöst. Genau, also wollten wir doch dasselbe sagen. Wir haben angefangen, also es ist noch nicht vollständig, gar keine Frage. Aber wir haben angefangen, bei Pinterest so ein paar Pinnwände zu haben für Dates im Winter, Dates im Sommer. Kommen bestimmt auch noch ein paar Sachen dazu und werden sich auch noch füllen. Aber ich pinne tatsächlich auch ganz gerne. Und wir haben da einfach ein paar Bilder eingefügt, woran man erkennen kann, was man machen könnte. Und genau, schaut da gerne einfach mal vorbei. Wenn ihr auch noch Ideen habt, gerne noch geben. Der Pinterest ist voll cool. Du warst letztens auch voll lange da. Das kannst du jetzt nicht... Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja. Genau. Also, wenn du noch Ideen brauchst dann guck gerne mal bei Pinterest. Da findest du uns auch unter ganz normal Brave and One. Ganz easy. Mit dem Unzeichen. Genau, mit dem Unzeichen. Genau. Und die zweite Frage, da gehen wir jetzt drauf ein, die Lea gestellt hat. Da ging es darum, wie man dem Partner seinen Standpunkt deutlich machen kann. Die Situation ist, glaube ich, die, dass man in der Partnerschaft manchmal einfach so die Situation hat, ja, dass man vielleicht unterschiedlich, vielleicht auch aufgewachsen ist, dass man unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Und dann manche Dinge einfach unterschiedlich sieht. Das können echt die kleinsten und banalsten Sachen sein. Irgendwie, wir hatten das am Anfang, dass, was hatten wir denn Schönes? Zum Beispiel mit dem... Gouda alt oder Gouda jung? Ja, Gouda alt oder Gouda jung. Oder das Toilettenpapier. Welches? Weich oder Schmirgelpapier? Genau. Oder
Wir haben Kompromisse gemacht. Also wir haben jetzt weiches Toilettenpapier und Gouda alt. Also das ist okay mittlerweile. Genau. Ja, aber es geht einfach darum, dass man in solchen Situationen, wenn dann so ein ja, Konflikt quasi auftritt, wie man es dann hinbekommt, dem Partner den Standpunkt deutlich zu machen. Glaube ich. Ja, ja, doch, das war die Frage. Und es geht halt, also wir haben, oder finden es halt immer ganz wichtig, auch zu sagen, okay, ich habe die Meinung, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe, aber dem Partner halt immer zu erklären, warum man die Meinung hat, ist halt ganz wichtig, und nicht einfach zu sagen, boah, nee, also wir nehmen jetzt definitiv weiches Toilettenpapier. Da könnte man jetzt auch, ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber letztendlich immer zu erklären, warum. Warum hast du die Meinung oder aus welcher Erfahrung her ziehst du diesen Standpunkt? Und immer versuchen zu erklären. Ich glaube, dann kann der Partner auch viel besser drauf eingehen. Genau. Es geht halt darum, dem Partner auch die Möglichkeit zu geben, seinen Standpunkt, also es geht darum, dem Partner seinen Standpunkt so zu erklären, dass er die Möglichkeit hat, den auch zu verstehen. Also wenn ich jetzt sage, also nehmen wir nochmal die Diskussion mit dem Gouda, Gouda alt und Gouda jung, dann hätten wir beide sagen können, ey, Gouda jung, Gouda alt schmeckt dem einen besser, dem anderen auch besser, keine Ahnung. Wir hätten einfach auf diesen Standpunkten beharren können, hätten einfach sagen können, ey, ist so. Aber dann hätte der andere mich ja nicht verstehen können. Also warum ist das so? Warum finde ich den gut? Warum finde ich den anderen gut? Und es ist einfach unheimlich cool und unheimlich wichtig auch, dann einfach zu sagen, warum das so ist. Warum gefällt mir jetzt der Gouda alt? Also das ist ja jetzt ein wirklich sehr banales Beispiel. Ja, ist ein sehr banales Beispiel. Aber es ist gut zu sagen, warum man das so empfindet. Ne? Und auch selbst, manchmal weiß man das ja auch gar nicht, einfach auch selbst in sich hineinzuhören und zu gucken, warum will ich das eigentlich jetzt so haben? Oder aus welcher Erfahrung her ziehe ich wirklich diesen Standpunkt? Was aber auch genauso wichtig ist, ist, dass man, wenn man das gesagt hat, warum man das also so empfindet, trotzdem offen zu sein für Veränderungen und trotzdem auch offen zu sein für Kompromisse. Also der Partner sollte offen sein für Kompromisse, dass es okay ist, wenn man sagt, man einigt sich auf eine neue Sache, man macht neue Erfahrungen zusammen und man entscheidet neue Dinge oder setzt neue Erfahrungen, sag ich mal. Aber man sollte auch selbst offen sein, einfach für Veränderungen und zu sagen, okay, du siehst das so, ist in Ordnung, ich sehe es anders, aber ich probiere es gerne auch nochmal neu aus. Manchmal kann das ja auch sogar so sein, dass man den Standpunkt des Partners noch gar nicht verstanden hat. Ja. Und wenn man den Partner dann den Standpunkt verstanden hat, beziehungsweise warum er so denkt, dann kann das auch vorkommen, dass man dann plötzlich genauso denkt, weil man dann sich denkt, okay, das macht ja irgendwie schon Sinn. Okay, ja, dann übernehme ich den neuen Standpunkt. Also das ist dieses mit dem Offensein auch für neue Dinge und nicht Kompromisse, aber einfach für neue Standpunkte. Den Standpunkt, den du vielleicht hast, der muss ja gar nicht richtig sein. Oder vielleicht gibt es einen Standpunkt, der besser ist. Also sei einfach da, auch in diesen Situationen einfach offen und versuch deinem Partner einfach möglichst genau, ja, deinen Standpunkt einfach klar zu machen. Ich glaube, das hilft einfach unheimlich weiter. Also das Warum zu erklären. Genau, das Warum. Yes. Genau, das war die Frage von der Lea. Letztendlich, also die Date-Ideen, dazu hatten wir was gesagt, jetzt schon ganz viel auch. Und Freizeitgestaltung und halt eben, wie mache ich meinem Partner einen Standpunkt klar, den ich habe, und wie kann man damit umgehen. Genau. Dann haben wir als nächste Frage von Atempause. Das hatten wir auch schon beim Livestream angeschnitten. Wollen wir aber gerne hier nochmal aufnehmen, weil wir das auch als eine sehr gute Frage empfanden. Und zwar, was macht man, wenn der Partner in Streitsituationen schweigt? Das ist natürlich jetzt auch eine sehr allgemeine Frage, finde ich. Also da muss man dann auch, oder haben wir auch im Livestream so ein bisschen erfragt, in welchen Situationen das genau auftritt. Du hast da ein Beispiel genannt. Also ja, Streitsituationen, schwierige Themen, wo es wirklich um Basic-Sachen geht, finde ich auch immer sehr herausfordernd und auch nicht einfach. Und ich kam da anfangs gar nicht mit klar, dass Tim nie sofort was dazu sagen konnte, weil ich dachte mir immer so, der muss so eine Meinung dazu haben. Aber du hast immer ganz anders gehandelt und mittlerweile wissen wir das.
und gehen damit auch besser um. Ne? Aber anfangs war das schon schwer. Bei uns war das so, Darlene wollte über irgendwelche Dinge diskutieren, über die ich noch gar keine Meinung hatte. Und, was mir aber nicht bewusst war. Was Darlene aber nicht bewusst war. Und dann war das so bei uns, dass ich zu dem Thema einfach nichts sagen konnte. Darlene wollte irgendwie eine Meinung von mir hören, aber ich hatte dazu gar keine Meinung. Und dann konnte ich dann natürlich auch nichts zu sagen. Und dann fiel mir das halt unheimlich schwer, auch da mir jetzt spontan einfach irgendwas aus den Fingern zu saugen und einfach zu sagen, okay, ich stehe dazu jetzt so und so. Und dann habe ich halt nichts gesagt. So, das kommt, also ich weiß nicht, bei Männern ist das, glaube ich, irgendwie so. Das, beziehungsweise kann man sich da auch entwickeln. Also so war es zumindest bei mir. Es kommt halt, glaube ich, vor. Also ich glaube, ich war da nicht der Einzelfall. Und wie diese Frage natürlich auch zeigt, ist es tatsächlich nicht der Einzelfall gewesen. Und was da natürlich auch helfen kann, ist, also was ich gemacht habe, ist ganz offen, ich bin aus der Situation einfach rausgegangen und musste mir dazu erstmal eine Meinung bilden und dann konnte ich weiter diskutieren. Und dann war das auch für mich in Ordnung. Das hat Darlene am Anfang nur überhaupt nicht verstanden und hat sie total bekloppt gemacht. Aber so im Nachhinein betrachtet war das, ist das gar super, nicht so schlecht, ja. Super effektiv und ja, einfach super gut, weil jeder Mensch ist irgendwie unterschiedlich und jeder Mensch hat schon zu manchen Themen eine Meinung und zu manchen Themen einfach nicht. Deswegen, wenn ihr jetzt in einer Partnerschaft seid, wo vielleicht der eine Partner sagt oder in so Streitsituationen einfach gar nichts mehr sagt, dann geht doch einfach mal für einen kurzen Moment auseinander, löst die Situation einfach vielleicht mal kurz auf und gebt dem Partner, der jetzt vielleicht gerade nichts zu sagen hat, einfach nochmal die Möglichkeit, ja, sich einfach eine Meinung zu bilden. Und wenn er das ist auch noch ein guter Tipp gewesen, der in dem Livestream noch zur Sprache kam. Wenn man das Ganze vielleicht nicht so verbal in Worte fassen kann, dann schreibt das vielleicht einfach mal auf. Der Partner, der dann schweigt, der kann es dann einfach mal versuchen aufzuschreiben, weil mir fällt es auch viel einfacher, Dinge auch anzusprechen, wenn ich sie einfach runterschreibe, wenn es echt so schwierige Dinge sind. Und Genau, nimmst du dir einfach einen Zettel und einen Stift, setz dich mal in ein ruhiges Kämmerlein und schreibst einfach mal deine Meinung auf. Und dann könnt ihr ja gucken, wie ihr damit weiterverfahrt. Entweder gibst du dann dem Partner, der da die Meinung wissen wollte, entweder den Zettel oder du liest ihm das vor oder du kannst dann irgendwie auf Basis deiner Notizen da dem Partner irgendwie deine Meinung erzählen. Also da gibt es dann ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr dann weiter damit verfahren könnt. Aber das hat uns, glaube ich, schon relativ weitergeholfen in der Situation. Genau. Und der Tipp kam auch von einer Zuschauerin mit dem Briefschreiben. Das war eine sehr gute Idee. Genau. Wir hatten uns alle sehr gut ergänzt. Das war eine schöne Situation. Ja. Genau, und dann geht es weiter mit einer Frage von Rika. Und da ging es darum, wie man für den Partner spannend bleiben kann, beziehungsweise wie man ja einfach Spannung in der Beziehung halten kann. Das war so die Frage. Und den anderen nicht selbstverständlich nimmt. Ne? Genau. Also explizites Daten, das hat er sich schon gesagt, dass sie da auch auf jeden Fall Zeit für sich nehmen und zu sagen, okay, wir daten uns wirklich explizit und planen das auch. Das haben wir ja auch schon gesagt. Es ist wichtig, sonst auch Dates zu planen und sich wirklich Gedanken darum zu machen. Das ist wichtig. Weil wenn man es einfach schleifen lässt, dann ist es halt auch schade, weil man sehr schnell auch unter der Woche dazu verleitet wird, einfach nur zu gammeln. Das Problem ist halt, wir Menschen sind halt von Natur aus halt einfach faul oder Gewohnheitstiere, je nachdem, wie du das ausdrücken möchtest. Aber wir haben halt die Tendenz dazu, immer den leichtesten Weg zu gehen, mehr oder weniger. Und wenn man halt mit einem Partner zusammen ist, wenn man vielleicht sogar mit ihm verheiratet ist, dann ist ja eigentlich mehr oder weniger alles geklärt. Und man weiß im besten Fall, dass man irgendwie sein Leben mit dem Partner verbringt. Und dann ist die Neigung dazu oder die Gefahr natürlich sehr hoch, dass man den Partner auch für selbstverständlich nimmt. Keine Frage. Es ist tatsächlich so, dass man in solchen Situationen dann echt schauen muss, dass man von sich aus wieder Spannung in diese Beziehung reinbringt. Und genau, es liegt letztendlich immer an mir, was ich auch in die Beziehung reingebe. Und das ist Arbeit. Ja, total. Und bleibt auch immer Arbeit. Also es ist
man macht sich halt dann einfach auch ein paar Gedanken. Also ich, wenn ich einfach auch merke, wir brauchen wieder Zeit zusammen, dann, ich bin ja eher so ein Gedankenmensch und denke ganz viel. Und dann denke ich abends immer noch im Bett nach, boah, was könntest du denn jetzt noch Schönes machen? Wo würde Tim sich denn so richtig drüber freuen? Was könntest du für eine Überraschung mal machen? Und das sind halt so Sachen, so kleine Überraschungen können das mega aufheitern. Und ich finde es mega, 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 mega gut, wenn ein Mann, wenn ein Mann sich trotzdem noch um eine Frau bemüht und sie, also ich glaube, Frauen wollen eh immer erobert werden, ob verheiratet oder nicht, und da trotzdem noch so ein paar kleine Überraschungen auch gibt und so ein paar Aufmerksamkeiten. Ich glaube, das ist für eine Frau unheimlich schön. Wiederum für einen Mann natürlich auch, wenn so ein paar Überraschungen einfach ja auch von uns auskommen, ne? Und ich finde es total schön, wenn es mal für die Frau irgendwie eine kleine Blume ist, ein kleiner Blumenstrauß oder das, was sie gerne isst, mal mitzubringen und dazu sagen, hey, mach dich heute Abend schick, wir gehen aus, einfach so Sachen mal. Das sind total schöne Gesten, einfach auch gegenüber der Frau, da auch wirklich Spannung reinzubringen. Und beim Essen, das finde ich halt auch immer schön, Kein weil, Handy mitnehmen. ja, das ist ja eh unsere Devise. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich finde es total gut und auch wichtig, weil letztendlich Tim sieht mich eh 24 Stunden gefühlt. War nicht Sieht, ganz. ja, nicht ganz, nein, aber so jetzt, ich wollte damit sagen, du siehst mich in jedem Stadium, wenn ich krank bin, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich im Gammellook bin. So, und da ist es einfach nochmal auch total schön zu sagen, okay, ich mache mich einfach auch schick, ne? Und sich für den Mann einfach auch schick zu machen, ist was Feines. Und Also, andersrum natürlich auch, ne? ja, also das finde ich immer noch total wichtig und auch total schön, wenn man das immer noch macht. Weil sonst ist es einfach total schade, wenn man sich so gehen lässt, sage ich mal. Stell dir einfach vor, du gehst noch mal zu deinem ersten Date mit deinem Partner Das und wäre müsste ich echt überlegen. Ah, ich hatte, glaube ich, Sportsachen an bei unserem ersten Date. Das wäre einfach. Nein, aber es geht einfach noch mal was. darum, das ist ja dieses, wenn ihr irgendwie in Jogginghose essen geht oder so, dann ist das ja schon automatisch dieses für selbstverständlich nehmen. Was gebe ich Und in die Beziehung rein, ne? genau, und in dem Moment, wo du halt mit den Klamotten essen gehst, die du sowieso immer an hast, gibst du halt quasi nichts rein. Und Nicht, ja. dass wir jetzt immer Jogginghose anhaben, das meinen wir jetzt nicht, ne? Aber abends durchaus. Man kann auch mal eine Jogginghose anziehen, keine Frage. Aber wenn man irgendwie essen geht oder so, generell nicht in Jogginghose, kleiner Tipp am Rande, aber genau. Also da einfach auch nochmal, ja, macht euch schön, macht euch schick für den Partner Ja, und dann wird das eine runde Sache. Perfekt. genau. So, das waren die vier Fragen, die wir heute in dieser kleinen Q&A-Session beantworten wollten. Uns hat das mega Spaß gemacht. Uns macht das generell super viel Spaß, eure Fragen zu beantworten. Wir haben da mega Bock drauf. Also, wenn ihr noch welche habt, Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. ja. Wir freuen uns da sehr drüber und werden die natürlich notieren und dann auch aufgreifen und, und dann werden wir die genau einfach behandeln. Und genau, das war die erste Q&A-Session. Das hat mega Bock gemacht. Ich hoffe, euch auch. Yes. Also, es wird wahrscheinlich noch eine zweite geben, weil ein paar Fragen haben wir noch. Vielleicht auch eine Aber dritte. genau, erstmal von daher wünschen wir euch erstmal eine ganz gute Woche. Kommt gut in die Woche auch rein und genau, liebe Grüße. Tschö. Tschüss.